Jo, und da sind wir wieder bei dem nächsten Video von Volley, über Volley. Und zwar hat Karl mir jetzt, ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt, Karl hat mir geschrieben, es gibt einen neuen Instagram-Post, den hat er noch nicht auf, nicht, der ist noch nicht mal auf Twitter. Und ich drücke jetzt einfach mal auf diesen Link hier und habe danach ein Virus. Tatsächlich. Es ist ein neuer Tweet. Also, neuer Tweet. Er hat es nur auf Instagram gepackt, er hat es nicht auf Twitter gepackt. Und ja, er hat es auch wieder wirklich genau eine Stunde später gemacht. Er hat wahrscheinlich einfach vergessen, es zu twittern, schätze ich mal. Gut, dann gucken wir uns das jetzt einfach trotzdem an. Und wenn der Tweet dazu kommt, werde ich dazu kein separates Video machen. Das werde ich einfach ins nächste packen, weil der braucht ja noch weitere zwei Skills, Endeffekts. Gucken wir uns das Video mal an. Ich weiß nicht mal. The Ninjutsu Skill enables Ninjas to use Intercepts and Shuriken Attack more often. It can be useful both offensively and defensively. Defensively, wie könnte es mir jetzt in der Defensive helfen? Ja! Nee. Hä? Was ist das für eine. Ich frag mich grad, was das für eine Aura war. So, er hat. Das ist doch die Aura von. Das ist doch die Crit-Aura, oder? Warte mal, ich kann mal Sound leise machen. Nee. Sound. So, das ist doch die Crit-Aura, die der hat, oder? Aber sie funktioniert nicht so. Sie funktioniert jetzt nicht mehr mit voller Prozent, voller Ladung Crit. Oder ist das der Skill, den er ausführt? Warte mal, wir achten mal kurz darauf, ob in dem Moment, wo die Aura losgeht, ob das hier losgeht. Er hat einen Elefant als Tier? Nee, das sind einfach nur Elefanten, die rennen. Ich finde blöd, dass man nicht spulen kann. Warte mal. Warte. Ich glaube, das ist der Skill, den der ausführt. Ich bin mir nicht sicher. Könnte aber auch die Aura sein, die aber jetzt anders funktioniert. Und wir sehen die extrem schnelle Abklingzeit. Er kann die ganze Zeit Intercept machen, Shuriken machen. Da darf der im Prinzip eigentlich gar nicht mehr Full Crit sein. Weil wenn er jetzt 100% Crit hat dadurch, ist der einfach nur noch overpowered. Also ich finde, wie gesagt, das ist ein keine so coole Gameplay-Erweiterung. Das ist mein größter Kritikpunkt bisher, neben den schwarzen Kästen. Der jetzt kleiner. Nee, ist der noch. Ist der genauso groß noch? Ah, ich weiß es nicht. Ja, immer noch so groß. Und die Elefanten helfen natürlich. Die extrem gut aussehen. Wir sind in so einem Savannenbiom. Gut, aber. Ja, er hat noch nicht mal getwittert. Ist krank. Würde ich sagen, sehen wir uns dann bei seinen Tweets davon und. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier ist mit der Aura. Er verliert die hier, er verliert die hier. Und jetzt, in dem Moment, wo er die da angreift, macht er ja durch. Okay, das heißt, dass die Shuriken immer noch dodgen. Also die Shuriken sind immer noch zum Dodgen. Oder? Jetzt hätte er eigentlich wieder Aura bekommen müssen. Jetzt hat er sie verloren, wegen dem Intercept. Jetzt kriegt er sie wieder durch. Okay. Shuriken dodgen also immer noch. Und man kriegt ja durch Aura, aber die Aura ist scheinbar nicht mehr Full Crit. Ich kann es mir nicht genau erklären. Ich schätze mal, die Aura hat er genervt. Ist auch gut so. Ist sonst zu stark. Na gut. Das habe ich jetzt nochmal analysiert. Dann sehen wir dann beim nächsten Mal wieder, wie es weitergeht. Sollte ja in einer Stunde oder sowas schon wieder der nächste Tweet kommen. Nick. Volley. Hey ho, es fehlt der Tweet zum Video. Vielleicht ist ja auch beabsichtigt. Liebe Grüße. Gut, das war's denn.